Der Ätna spuckt wieder, habe ich gerade im Radio gehört. Echt? Schade, ich bin erst vor 3 Wochen dort gewesen. Da war noch nichts. Würde ich jetzt natürlich gerne sehen, wie die ganze Lava dort rauskommt. Ja, vielleicht wirst du sogar sehen, wie die Gebeine des alten Empedokles emporgeschleudert werden. Oder ihn selbst sogar, höchst lebendig. Du sprichst in Rätseln. Er soll sich seinerzeit das Leben genommen haben, indem er in den rauchenden Krater hineinsprang. Echt? Das ist ja voll krass. Und warum das? War er krank oder hat er sonst irgendwelche Probleme gehabt? Nee. Also der zog herum, predigte seine Philosophie und da hat er seine große Fangemeinde und die hat ihn auf den Wanderungen sogar begleitet, überall hin. Also, Naja, vielleicht waren die ein bisschen zu viel geworden. Fans können ja mitunter ganz schön nervig man sein. sagt bloß, du hast damit deine Erfahrung. Nee, nicht wirklich. Aber einen Fan wirst du doch haben, oder? Okay. Also ich bin dein treuster Fan, aber eins sage ich dir, in Ätna springe ich dir nicht hinterher.